Einheit zum Überwachen auswählen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Nier Automata. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie 9S angefangen hat, die Schlüssel zu sammeln, um in den Turm hineinzukommen. Und wir waren im Wald und gucken mal, ich würde sagen, wir gucken mal, wie es weitergeht mit 9S. Und schauen mal, was er als nächstes überlebt hat. Pod 153, Analyse. Einheit 9S hat den Kern einer Ressourcenwiederherstellungseinheit zerstört. Dabei hat er einen Berechtigungsschlüssel erhalten. Ich mache mir allerdings Sorgen um seinen physischen, psychischen Zustand, der sich zunehmend verschlechtert. Jemand sollte sich darum kümmern, dass 9S nicht mit Einheit A2 in Kontakt kommt. Bestätigt. Gleichermaßen werde ich darauf achten, dass A2 den Kontakt mit Einheit 9S meidet. Okay, ist wahrscheinlich besser. Alert. Abnormality detected in vitals of Unit 9S. Proposal. Commence data overhaul immediately. Pod, search for the other structural units. I need to find those authorization keys and destroy the tower. Alert. Combat inadvisable during abnormal vital conditions. It's fine. Run the search. Scanning. Actively operating enemy marked structural unit detected in accessible location. Marking location on map. Versunkene Stadt. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt bis zur versunkenen Stadt zurücklaufen, dauert das eine Weile. Und wir haben eine Mail. Wisst ihr was? Wir gucken mal, ob wir uns einfach teleportieren können. Wäre vielleicht die bessere Idee, auch wenn es vielleicht nicht mehr das sicherste der Welt ist. Aber wir gucken mal. Wie gesagt, eigentlich die Körper innerhalb der... Ernsthaft. Die ganzen... Alter. Die ganzen Körper innerhalb der... Alter, ist das gerade langsam dadurch? Das macht es gerade echt schwer. Die ganzen Körper innerhalb der Teleporter oder der... Ja, ich weiß nicht, wie sie genau... Die hatten einen tolleren Namen als Teleporter. Die müssten ja eigentlich noch da sein. Ist halt die Frage, ob es eine gute Idee ist, die zu nutzen. Muss man natürlich ehrlich sagen. So, komm her. Gegen die will ich ehrlich gesagt nicht so viel kämpfen. Sag mal, was ist denn hier los? Kann man irgendwie nicht so gut hacken, habe ich das Gefühl. Ah, endlich. So. Und tschüss. Wieder einer erledigt. Und das sollte dem anderen auch ein bisschen was abziehen. Jawohl. Und. Ach Mist, das war wieder der falsche Pot. Habe ich nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Na gut, jetzt bist du eh erledigt. Sehr gut, so, dann nix wie hin da. Dann können wir auch gleich mal gucken, was wir für eine Mail bekommen haben. Vielleicht wieder vom Menschheitsrat. Ich meine, die haben uns ja trotzdem noch Mails geschickt, obwohl wir wissen, dass die gar nicht existieren und obwohl alle Yorha-Einheiten ausgelöscht wurden. Interessant, dass sie da überhaupt noch Nachrichten an die Yorha-Einheiten schicken. Schauen wir doch mal. Schon wieder ein Menschheitsrat. Achtung an alle Androiden. Jahrtausende sind vergangen, seit wir Menschen auf den Mond flüchten mussten. Und während der Krieg weiterhin festgefahren ist, wissen wir genau, dass wir unsere Sicherheit euren mutigen Bemühungen auf dem Boden verdanken. Wir bitten euch darum, weiterhin alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die Erde von den Maschinen zurückzuerobern. Ehre der Menschheit, Bündnis der Abgeordneten, Menschheitsrat. Na klar. So, gucken wir mal. Ich kann mich tatsächlich transportieren, aber nicht überall hin tatsächlich. Okay. Das ist interessant. Nicht überall hin. Manche sind scheinbar nicht aktiv. Kann ich mich denn zum... Fabrik ist es zum Beispiel egal. Aber zur versunkenen Stadt kann ich. Da sollen wir ja sowieso noch für den einen Typen nach ein bisschen was suchen. Ich meine, wenn wir schon mal da sind, können wir ja vielleicht mal gucken, ob wir da was finden. Ich meine, da wird wahrscheinlich jetzt wieder so ein fetter Turm stehen. Und da können wir ja erstmal gucken, ob wir seine Kollegen finden. Bevor wir in den Turm reingehen. Den Turm können wir danach ja immer noch machen. Der läuft uns ja nicht weg, hoffe ich. Na gut, ich meine, der ist plötzlich entstanden. Da kann er uns auch weglaufen, ne? Bin ich mal der Meinung. Würde mich nicht mal wundern, wenn das passiert. So, um die Maschinen hier kümmere ich mich mal gerade nicht. Ganz ehrlich, die sollen mir mal egal sein. Wenn die mir folgen, sind sie gleich erledigt. Ich guck mal eher... Ah, gucke, da ist die nächste. Alles klar. Ja, er ist mir echt gefolgt. Komm, du fliegst nicht hoch genug, um mir auszuweichen. Nein, so geht doch. Mit der haben wir ja auch schon die komplette Kombination voll, ne, mit dem Schwert.
Kann ja auch mal trotzdem auf die Fäuste schalten. Damit haben wir, glaube ich, noch nicht die komplette Kombination mit den Fäusten, oder? Das sieht trotzdem cool aus, wie wir die einfach so wegboxen. So, habe ich den gerade die Dingens runtergeschossen? Sehr schön, das gefällt mir. So, und... Ah, Mist, nicht alle gekriegt. Nicht alle gekriegt. Ist das da? Ah, ich glaube, da haben wir gefunden, den wir suchen, oder? Der lebt ja noch da drüben. Jetzt aber nicht mehr. Ist das der, den wir finden sollen? Alert. This is one of the resistance members we were asked to locate. I was afraid we'd find this. The only personal items are these dog tags. Analysis. Remaining transmission records indicate the resistance members were attempting to retreat from battle. Analysis of final coordinates complete. Marking locations on map. Let's go take a look. Maybe some of them will still be alive. Eine rostige Marke. Na gut. Gucken wir mal, wo sollen denn die anderen jetzt theoretisch sein? Angeln will ich jetzt natürlich nicht. Sollen die hier auch noch sein? Ich glaube nicht, oder? Ich guck mal gleich lieber auf die Karte, bevor ich einen Fehler mache. So, weißt du was? Ah, weißt du was? Die Typen, die hack ich lieber gleich. Bevor die mir mega auf den Sack gehen mit ihren ganzen Rumgeschieße. Das sind, glaube ich, auch die, die Laser auspacken können. Wow, ohne getroffen zu werden, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das hinkriege. So, wir sehen uns hier trotzdem bloß mal ganz kurz noch ein bisschen um. Oh, guckt mal, was haben wir denn da? The remains of a Yorha flight unit. ID of Yorha unit 2B confirmed within the craft. This belonged to 2B. Unsent message found within memory of flight unit. Play it. This is Yorha unit 2B. If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha unit 9S, I want him. I'm sorry. Please just give him the following message. 9S. The time I was able to spend with you. It was like memories of pure light. Thank you. 9S. End of message. Oh, to be. Hey, das ist ja... Sie hat ihm sogar eine Nachricht hinterlassen. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Wo sollen denn die restlichen Typen sein? Die scheinen wohl komplett anders zu sein. Hier im Widerstandslager scheint es auch noch was zu geben. Andenkensammlung und wo noch? Und da drüben, was ist das? Das ist bei der Fabrik. Und das ist beim Park. Okay, na gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in die... bevor wir uns den Schlüssel jetzt besorgen, können wir das mal ganz kurz noch erledigen. Weil, ich meine... Nein, S weiß ja, wie sich das anfühlt. Er hat ja auch jemanden verloren mit 2B. Und deswegen kann er vielleicht auch so... Auch wenn er jetzt auf Rache eigentlich nur aus ist, kann er vielleicht ja trotzdem ein bisschen nachfühlen. Dass jemand wissen will, ob seine Freunde noch am Leben sind oder auch nicht. Und deswegen machen wir uns mal dahin. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal beim Park an. Ist eigentlich sowas von egal, wenn wir mal ehrlich sind. Gehen wir einfach zum Park. Und schauen mal, was wir da haben. Ich glaube zwar kaum, dass die noch am Leben sind, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben ja gehört, wir haben es ja auch gerade übrigens nochmal gesehen, das hatte ich gar nicht erwähnt. Es wurde uns ja gesagt, dass die mit zwei Waffen immer gekämpft haben. Ich hatte erst gedacht, das sollen auch Nahkampfwaffen sein. Ah nein, die haben Gewehre gehabt. Das sind ja keine solchen Kampfeinheiten wie die Yorhas. Wahrscheinlich ist das einfach der Grund. Ich frage mich, sind die hier jetzt... Okay, die sind auch nicht mehr so friedlich wie früher. Die sind jetzt im Zombie-Modus. Na, ganz große Klasse. Das heißt, hier die zu finden wird auch nicht gerade einfach. Wahrscheinlich zumindest. Weil hier jeder mich angreifen will. Huch, was mit dir? Dich kann ich aber... Dich. Machen. Okay, die greifen mich aber gar nicht alle an. Selbst die Zombie-Maschinen greifen mich nicht alle an. Interessant. Würde mich aber nicht wundern... Die sind viel zu lang, sie sind ja noch langsamer als die normalen Maschinen, wenn die was mit dem Verschwinden der Widerstandsmitglieder zu tun haben. Ah, gucke, ja, da liegt einer. Ah, die, vor allem, was kotzen die denn, Öl? Jetzt habe ich den da drüben getroffen, ehrlich. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine mega Reichweite habe. Mit einer Zombie-Maschine zu hacken, sollte doch nun wirklich kein großes, kompliziertes System sein, oder? Tschüss.
Okay, sonst will keiner was von mir, das finde ich gut. Hat der auch zwei Waffen? Der hat nur eine Waffe, oder? Zumindest sehe... Ah, nee, da hängt noch eine zweite Waffe da. Der hat zwei fette Schwerter. Man, there's blood everywhere. Whatever happened must have happened right here. Talk about a bad way to go. Eine beschädigte Marke. Na toll, wir sammeln irgendwelche Andenken ein. Wirklich helfen können wir den Leuten aber trotzdem nicht. Lass mich mal vorbei, Kollege. Gott, jetzt sind hier die Zombie-Maschinen. Der Park war auch schon mal schöner, muss ich sagen. Irgendwie, obwohl die Maschinen den Krieg gewinnen, die, die sich wahrscheinlich vom Netzwerk getrennt haben, haben es wahrscheinlich trotzdem nicht so gut, ne? Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ist das ein Grund, warum die jetzt hier zu Zombies geworden sind. So, und dann war noch eins bei der Fabrik, ne? Fabrik. Beim Eingang, bitte. Einmal zum Eingang, ganz kurz. Alter, wie die da rumlaufen, ey, diese Zombies. Ich meine, Zombies okay, aber Maschinen okay. Aber Zombies und Maschinen, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, muss ich mal ehrlich sagen. Das hat schon irgendwie was Komisches. Zombies und Maschinen kombiniert, naja, ich weiß ja nicht. Gefallen tut mir das überhaupt nicht. Oh, wir sind... Die ist ja direkt vor uns, das sollte ja nicht allzu komplex werden, hä? Hier irgendwo, bei den alten Wagen. Brauche ich da meinen Scanner oder kann ich den auch so finden? Oder kann der auch über mir sein? Ah ne, hier ist er ja. Und der hat ein Schwert und eine und ein Gewehr. Alert. This is one of the resistance members we were asked to locate. No vital signs detected. The unit is deceased. Schmutzige Marke. Alert. Emergency support request found in transmission records. When was it sent? Approximately 12 minutes ago. That means they're still alive. Let's go. Target location data obtained. Marking on map. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo müssen wir hin? Jetzt in die Wüste oder was? Das wäre der nächste Ort, habe ich das Gefühl fast. Vor 12 Minuten wurde ein Signal gesendet. Ja, tatsächlich bei der Wüste irgendwo. Ja, da sollten wir bloß aufpassen, dass wir nicht A2 begegnen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, das sollte ja nicht passieren. Ich kann mich, aber in die Mitte kann ich sowieso nicht. Wir gehen mal zum Ölfeld, ich glaube, das ist am nächsten davon. Meine A2 ist ja irgendwo mitten in der Wüste und hat halt diesen riesigen Wurm bekämpft. Da werden wir vielleicht jetzt die Leute noch schnell retten können, die irgendwo komplett auf der anderen Seite der Wüste sind. Und hoffentlich begegnen wir nicht A2, das könnte sonst zu einem riesigen Problem werden, glaube ich. Aber ganz gut, dass die Teleporter noch funktionieren, sonst hätte ich das wahrscheinlich immer geschnitten einfach. Oh, warte mal, wir können uns ja das Wildschwein nehmen, damit sind wir ein bisschen schneller. Ich finde das zwar super komisch, mit so einem Vieh zu reiten, aber... Von mir aus, damit sind wir auf jeden Fall schneller als zu Fuß. Es ist irgendwie super seltsam, vor allem so durch den Sand mit so einem Vieh zu reiten. Oh, Tag. Tschüss. Der kann mir eh nicht folgen bei meiner Geschwindigkeit. Alter, wo sind die denn? Das ist ja doch ein ganzes Stück weg. Da vorne, da vorne. Da muss das Signal herkommen. Sieht nicht so aus, als würden die noch leben. Das sind zwei fette Panzer. Over there. Initiating rescue. Alter. Okay, die sind jetzt auch langsam verrückt. Kann ich die einfach hacken? Die blöden Panzer. Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich den jetzt per Schwert bekämpfe. Mit 2B wäre das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ah, da kommen noch mehr. Alter, wie kommen denn da noch? Und ich muss auf die Wände aufpassen. Alter. So, wie schnell kriege ich den Panzer dann runter? Oh, selbst mit Hacken dauert das ja. Selbst mit Hacken dauert das bei diesen Panzern lange.
Und die haben alle so eine Wende. Das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Jetzt komme ich hier, werde ich hier so langsam eingekesselt. Ah, sehr gut. Noch hingekriegt. Ich hack den jetzt zu Tode. Was soll ich hier groß gegen den kämpfen? Wirklich spannend ist es eh nicht, weil der die ganze Zeit nur mit den Dingern schießt. Aber wir kriegen jedes Mal eine andere Herausforderung hier. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann wird es nicht zu langweilig. So, und tschüss. Alter, hält der viel durch, ey, dieser Panzer. Und ich glaube aber, ich habe da schon den Körper von dem Androiden gesehen. Ich glaube, retten können wir die leider nicht mehr. Halte ich für aussichtslos, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Oh Gott, verdammt. Da habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Na, wartet, ihr blöden Maschinen. Euch zeige ich schon, wer der richtige Heckmeister hier ist. So, das hier ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, aufpassen. Jetzt spawnt gleich hinter mir noch einer. Genau. Was, wir haben nämlich da noch getroffen. Ist auch egal. Ist zu Ende. So, jetzt müsste der erste Panzer ausgeschaltet sein. Sehr gut. Und jetzt kümmern wir uns um den anderen. Na, wie gefällt dir das, hä? Jetzt werdet ihr erledigt. Schon wieder ein neues. Interessant. Eieiei. Jetzt werdet ihr erledigt, ne? Das hättet ihr auch nicht gedacht. Spawnen da nicht nochmal welche? Ja, genau. Sogar solche blöden Türme, die so einem Verfolgenden schießen. Sehr gut. Und zack. Und gleich nochmal hinterher. Ich meine, es ist jetzt gerade nicht das Spannendste, aber es wäre auch nicht spannender, wenn ich jetzt nochmal kämpfen würde. Oh Gott. Das ist auch nochmal ein neues mit der... Mit... Was war das denn? Das ist eine schlechte... Da musste ich den Hit jetzt nehmen, sonst komme ich nie wieder an die hier drüben. Das ist das Problem. Verdammt! Verdammt! Das war ein bisschen fies, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, das Schwerste gewesen. Alter, der will mich überfahren. Okay, der geht auf einen anderen Angriff, glaube ich. Der will mich einfach überfahren. Der Wichser. Der scheißt auf seine blöden Kugeln. Der denkt sich jetzt, den überfahre ich einfach, den Wichser. Naja, da hat er aber nicht mit meinem Hacken gerechnet. Gott, ich stelle mich aber auch gerade nicht sonderlich clever an, muss ich sagen. Alter, hör mal auf, mich zu überfahren, Freundchen. Da kann ich dich gar nicht richtig hacken. Aber während er sich dreht, ist ein guter Moment, um zu hacken. Ehrlich, da schießt er in dem Moment so eine blöde Kugel. So, jetzt schnell ihn wieder reingefahren. Da ist noch einer. Okay, jetzt die Mitte. Ballalal. Die werden aber auch, glaube ich, die werden schon recht komplex langsam. Hä? Ich meine, ist ja auch ein komplexer Gegner. Wahrscheinlich wird er auch ein bisschen schwieriger. Alter, naja, klar. Je öfter man ihn hackt, ne? Verhindert sich seine Verteidigung. Sehr schön, meine Güte. Das hat ja auch lang genug gedauert. So. Gott, wir sind ganz schön abgekommen vom Weg, muss ich mal sagen. Ja, das ist der hier so komisch gefahren ist. Und da... Ach, ist der Letzte. Eine blutige Marke. Na, klasse. Nicht einer hat überlebt. Aber was hätte... ja, war ja fast zu erwarten. Bleib hier, du blödes Wildschwein. Lass mich rauf. Dann bin ich wenigstens ein bisschen schneller. Ich glaube, wir machen zurück zur Öl. Hallo, mach mal ein bisschen flott hier, los. Zu diesem Ölsee. Da haben wir, glaube ich... ist, glaube ich, ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt zum Lager direkt zurück machen. Zum Wüstenlager. Tag auch, da bin ich wieder. Arschloch. Eigentlich müsste ich den umbringen, aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun, wenn wir mal ehrlich sind. Und da gab es auch noch eine andere Aufgabe im Widerstandslager. Um die können wir uns dann auch gleich mal kümmern, wenn wir schon mal da sind. Zum Widerstandslager können wir uns wenigstens teleportieren, das ist schon mal gut. Dass wir uns nicht zum Bunker teleportieren können, ist mir natürlich auch klar. Beziehungsweise, dass wir nicht zum Bunker transportiert werden können. Ich meine, es wäre komisch, wenn das ginge. Das wäre wirklich interessant, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn das möglich wäre. Okay, sind wir dann endlich da. So, dann überbringen wir eben mal die Nachricht.
Dein Gesichtsausdruck sagt es mir bereits. Sie haben es nicht geschafft, oder? Nein, es tut mir leid. Ich verstehe. Hier ist das, was von Ihren persönlichen Dingen noch zu finden war. Vielen Dank. Dann lege ich nur noch diese Blumen dazu. Blumen? Ach ja, so ein altes Ritual. Die Menschheit pflegte vieler Trauertraditionen. Ich weiß, uns mag das nicht viel bedeuten, aber... Ich möchte einfach, dass ihre Seelen Frieden finden. Das zumindest ist mein Wunsch, den ich in diese Blumen lege. Danke nochmal für die Hilfe. Kann ich noch etwas anmerken? Ich bin erleichtert, dass meine Verletzungen mir das Kämpfen unmöglich gemacht haben. Erleichtert, weil ich deswegen entkommen konnte. Max LP Chip plus 6. Andenkensammlung gemeldet. A tradition of mourning the dead. To be. Ja, vielleicht können wir da auch was zu machen. Ich dachte, hier wäre noch eine Aufgabe gewesen. Ja, 2B ist ja auch verstorben und... Huch. Da wollte ich nicht hin. Und es gibt einen Ort, sag ich mal. Wo ist denn das hier? Ach, beim Wald gibt es auch noch. Ja, aber ganz so viele Kleinigkeiten will ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt dann auch nicht tun, weil wir wollen uns eigentlich um unsere verdammten... Um die verdammten Maschinen kümmern. Sag mal, wo war denn jetzt das Widerstandslager? Ich dachte, beim Widerstandslager wäre auch noch was gewesen. Hier. Ja, irgendwo hier. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir kennen ja einen Ort mit recht vielen Blumen, ne? Und ich würde sagen, zu dem machen wir uns auch mal ganz kurz hin. Und zwar ist das... Ruinenstadt Mitte? Nahe Fabrik? Nahe Turm? Nahe Turm müsste das sein, glaube ich. Jetzt wissen wir auch, warum das Ding Ruinenstadt Nahe Turm heißt. Weil da der verdammte Turm ist. Wobei ich nicht weiß, ob der Turm damit wirklich gemeint ist. Kann auch dieser andere große, also dieser Hochspannungsmast einfach gemeint sein. Oder dieser andere, das ist glaube ich der, doch, das ist der Turm, der Hochspannungsmast. Kann auch einfach der gemeint sein. Weil ich glaube, ein anderer wäre sogar noch näher am Turm. Ja, ich denke, das ist immer noch der Hochspannungsmast gemeint mit Turm. Ja, wie gesagt, wir kennen ja einen Ort mit vielen Blumen. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen was für 2B noch tun. Ich glaube, wir kommen da einfach auch vorbei jetzt hier. Liegt hier eigentlich ihre Leiche noch? Oder vermutlich nicht, sind ja 2 Wochen vergangen seitdem, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. In 2 Wochen passiert dann doch eine ganze Menge. Würde ich mal sagen, nichts wie nach unten. Zu diesem Ort, den uns Emil damals gezeigt hat. Mit den ganzen Mondtränen. Ich weiß noch, wie er sagte, eine Mondträne kann dir jeden Wunsch erfüllen. Na, ich weiß ja nicht, ob der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Was auch immer man sich da, oder was auch immer die beiden sich da gewünscht haben. Ich glaube nicht, dass der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. So, aber wenn wir schon mal so einen Ort haben... To be, I'm not quite sure what it means to mourn. Or even if we have a soul to concern ourselves with. But I hope you're at rest, To be. Sweet dreams. I'll be with you before long. Jetzt hat also 2B quasi auch noch indirekt ihr Begräbnis bekommen, wenn man das so sagen kann. Nun gut. Ich meine, normalerweise, wenn es die Situation zulassen würde, würde ich jetzt sagen, wir nehmen uns die Zeit, um noch länger zu bleiben und zu trauern, aber wir haben keine Zeit und nein, es will eigentlich auch gar nicht trauern. Er will eigentlich genau das Gegenteil. Er will zur Tat schreiten. Er will die Maschinen fertig machen, die ihm quasi das angetan haben. Und genau deswegen werden wir jetzt nochmal zur versunkenen Stadt gehen und uns den nächsten Schlüssel besorgen. Verdammt, noch eins wird doch, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, ne? Komm schon. Die holen wir uns jetzt, diese blöden Maschinen. Und dann geht's in diesen Turm. Und vielleicht können wir dann die ganzen Maschinen ausschalten. Das wäre zumindest sehr schön. Okay, hier müsste, glaube ich, ein Transporter sein, oder? Ja. Den benutzen wir mal gleich. Zack. Transport wieder ab.
Ja, ich weiß, da waren wir heute schon, aber wieder ab in Richtung, wo ist sie denn? Versunkene Stadt. Da gibt es leider, glaube ich, auch nur einen Teleporter, oder? Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ja. Gibt hier, glaube ich, nur einen Teleporter in der versunkenen Stadt. Gut, die ist ja aber an sich auch nicht groß, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Die ist jetzt nun wirklich nicht so riesig, dass das ein Problem wäre. Meine, weit ist es ja jetzt auch nicht. Jetzt haben wir Tobis verlorene Nachricht gefunden. Und wir haben Tobis, ja, wir haben Tobis Grab eingerichtet. Wird also Zeit, dass die Maschinen jetzt für das büßen, was sie mehr oder minder sich selbst zuzuschreiben haben, wenn wir mal ehrlich sind. So, ach, kommt, ganz ehrlich, ihr Typen, ihr könnt mich auch mal alle am Arsch lecken. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt auf in diesen verdammten Turm. Und ihr werdet mich ganz bestimmt nicht aufhalten. There's something written here too. It reads Soulbox. Seelenkiste, na, das ist ja passend. Wo wir gerade noch was wegen Seele hatten, ne? Das Ding ist, muss ich mal ganz ehrlich an der Stelle auch sagen, ich vermute mal, dass diese, oder ich weiß nicht, ob es so ist, aber es könnte tatsächlich sein, dass diese, weil beim letzten hatten wir ja Fleischbox, hier haben wir Soulbox, also Seelenkiste und Fleischkiste, könnte tatsächlich sein, dass das wieder eine Anspielung auf das Projekt Gestalt ist, das wir ja schon, von dem wir ja schon mal gelesen haben, bei dem die Seele und der Körper der Menschen getrennt werden sollten, um die, ja, um diesen Virus zu überwinden. Könnte also tatsächlich sein, dass es damit was zu tun hat. Damals hatte ich übrigens einen kleinen Fehler gemacht, den will ich nur noch mal ganz kurz berichtigen. Und zwar hatte ich damals gesagt, dass die Gestalten die Körper wären, für die, die für die neuen Seelen eingerichtet wurden. Aber nein, das waren die Replikanten und die haben ja dann ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und die Gestalten, das waren eigentlich die Seelen. So hat man die Seelen, die Körper oder die seelenlosen Körper, nee, die Seelen ohne Körper genannt, so mehr oder minder. Huch, was ist das denn? Das nur noch mal als kleine Nebeninformation. Wenn man die Kiste als Gegner bezeichnet... Oh Gott. Das ist eine etwas komplexere Kiste tatsächlich, habe ich das Gefühl. Na, das habe ich mir doch fast gedacht, dass es hier nicht so einfach wird. So, weiter durch. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich die Gegner gar nicht erledigen, um durchzukommen, kann ich mir vorstellen. So, hier kommt doch bestimmt... Ja, war ja klar. Das wird jetzt ein bisschen knapper. Oh, Mist. Ja gut, aber zwei von denen erledigt schon. Sehr gut, die schwersten sind ausgeschaltet. So, dachtet ihr eigentlich, ihr könntet mich damit aufhalten? Volle Erholung. Echt, das war's? Ich hab fast das... Oh, I get it. I have to break the system protection before I can reach the core. So that's how it works. Ich habe fast das Gefühl, die Maschinen wollen so ein bisschen mit uns spielen. Die lieben das Ganze, habe ich fast so ein bisschen... Also so ein bisschen kriegt man dieses Gefühl, dass die so ein bisschen das mögen, was hier gerade passiert. Die sind echt ein bisschen... Schon ein paar Arschlöcher, habe ich das Gefühl, oder? Oh, Treue, eine neue Waffe. Ja, 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 du und dein blödes Geschenk. Wir gucken nur mal ganz kurz, was Treue für eine Waffe ist. Ein Schwert vielleicht? Ja. Gut, ist wieder ein normales kleines Schwert, ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. So, wahrscheinlich muss ich die Kiste hier knacken, oder? Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, das ist neu. Ach, verdammt. Hier unten ist so eine Wand. Hätte ich gar nicht gesehen zuerst. Okay, das ist gerade gar nicht so einfach hier. So, die hatten wir alle erledigt. Mist. Oh, das war ein bisschen ungewohnt, das so zu machen tatsächlich. Aber kriege ich auch so hin. Das war tatsächlich ein bisschen ungewohnt jetzt. So, dann hol den verdammten Fahrstuhl. Ihr dummen Maschinen, ihr glaubt echt, ihr könntet mich damit aufhalten? Könnt die ganzen plus 6 Chips jetzt einsetzen, aber ich finde, meine Chips sind sowieso schon recht gut. Die brauchen wir jetzt nicht groß ändern. Analysis. There are two blocking devices on this floor. Proposal. Hack into all blocking devices. Ich habe gerade einen Meteorit gefunden. Interessant. Das mit den Hacken, das habe ich schon verstanden. So blöd bin ich tatsächlich nicht. Ist das eins davon? Wahrscheinlich.
Okay, oh ja, das ist wieder ein bisschen... Die sind echt ein bisschen stärker geschützt hier als die stinknormalen Sachen. Ist da drüben auch noch so einer? So, wegen der Symmetrie... Wie kann man denn da reinfliegen einfach? Wegen der Symmetrie hatte ich mir schon fast gedacht, dass hier einer ist. Da. Erstmal die Verfolgenden hier fertig machen. Sehr gut. So, oben oder unten lang? Ich gehe lieber unten lang. Ich bin feige. Was sich wahrscheinlich als Fehler rausgeschnitten, obwohl. Fehler würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, dafür musste ich halt ein paar mehr Gegner bekämpfen. Oh, verdammt. Der in der Mitte schießt auch. Das hatte ich erst nicht gemerkt. Eieiei. Zack. Und jetzt den in der Mitte. Das war ganz schön knapp. Das war Nummer 1. Statusbehebung, okay. War das überhaupt so ein Blocking-Device jetzt, wenn ich eine Statusbehebung da gekriegt habe? So eine Blockierungskiste? Weiß ja nicht. Ich denke mal, dass es eine war. Kann aber auch sein, dass es nicht so war. Wir gucken mal weiter. Warum die das hier so gebaut haben, ey. Einfach nur für ihren Spaß, habe ich manchmal das Gefühl. Dann müsste das Kiste 2 sein. Habe ich mir fast gedacht, dass hier jetzt wieder irgendwas kommt. Noch mehr? Ich wette doch, hier kommt doch noch was irgendwie, was mich jetzt überrascht, oder? Ich schieße erstmal alles weg, sicherheitshalber. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier könnte was von hinten dann einfach kommen. Wenn du so halb in der Mitte bist, kommt dann auf einmal was von hinten. Nee, kommt tatsächlich nicht. Kommt dann mal auf einmal sowas... Ach geil, das war die falsche Richtung. Kommt dann auf einmal sowas von hinten, was... Und du kannst nicht richtig ausweichen, weil du nicht nach vorne und dann auch nicht mehr zurück kannst. Oh, nochmal der ganze Spaß. Ich meine, die meisten müsste ich wahrscheinlich nicht mal besiegen. Durch die Schwarzen kann ich ja auch so durchschießen. Nur die Weißen kann ich ja nicht durchschießen. Ja, das war diesmal recht simpel, muss ich ganz ehrlich sagen. 10.000 G. Turmübersicht. 022, Port 0642423, Turmsystemübersicht. Die Turmanlage verarbeitet und systematisiert die Ressourcen der Ressourcenwiederherstellungseinheiten für die Verwendung in ihrem Startgerät. Sie besteht aus 256 Schichten und kann Informationen mit einer Trübung von weniger als 2300 Filtern komprimieren und sie in weniger als ca. 27 Minuten und 32 Sekunden an die Nutzdaten komprimieren und sie in weniger an... in die Nutzdaten aufnehmen. Die erlaubte Fehlerrate der Vielfaltsbildung liegt bei 7,21%. Details zu den erforderlichen Routen für die Verdauung von Androiden werden separat aufgezeichnet. Bitte was? Okay, das ist eine Datenübertragung oder was, der Turm. That huge structure is some kind of launch platform. A structure that size could probably shoot something into space pretty easily. So this is some kind of cannon aimed at the human server on the moon? Insufficient data. Cannot confirm or deny. Damn it. Das hat er daraus gelesen? Das hätte ich jetzt nicht daraus gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, noch so ein Raum. Freunde. Analysis. There are three blocking devices on this floor. Yeah. And I hack into all of them, right? Wahrscheinlich. So, zwei habe ich schon gesichtet. Einen hier oben. Und einen weiter unten. Und eins. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich gleich die richtige Richtung gleich nehme und nicht erst wieder in die falsche Richtung. Wobei mich jetzt ja schon interessieren würde, ob das da auf der anderen Seite überhaupt die falsche Richtung ist. Wahrscheinlich kann ja auch mal sein, dass man einfach beide Richtungen nehmen kann. Ich gucke nochmal ganz... Achso, ich muss eh auf beide Seiten, weil sich sonst die weitere Tür nicht öffnet. Interessant. Oh, ich hasse diese Türme, muss ich sagen. Irgendwie, die schießen nicht viele Kugeln, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, den richtig auszuweichen, muss ich sagen. Keine Ahnung. Manchmal sind es die einfachen, die schwerer sind. Was ist das denn? Oh, Tag auch. Oh, vor allem diese Türme sind schrecklich. Diese Türme sind richtig schrecklich. Meine, die hier unten gehen auch nicht besser. Jetzt habe ich ihn endlich mal erledigt, ey. Sehr gut, sehr gut. So, und tschüss. Meine Güte, das war gar nicht so einfach. Stabilität. Die ganzen plus 6 Chips kriegen wir jetzt. Vielleicht gucke ich irgendwann nochmal, ob ich was Besseres einsetzen kann. So, und hier war die zweite, die ich gesehen hatte. Oh Gott. Oh nein. Oh, jetzt muss ich mich langsam bewegen. Soll ich mich hier einfach durchschießen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Also der in der Mitte ist es auf jeden Fall nicht, das sehe ich. Aber das ist wahrscheinlich auch... Ja, das war natürlich klar, ist eine Falle. Ah ne, ist keine Falle. Das ist ein Kern. Den muss ich wahrscheinlich sogar zerstören. Jetzt die Frage, muss ich hier auch einen Kern zerstören?
Nee, diesmal nicht. Das ist tatsächlich nur eine Falle. So, links kann ich nicht weiter. Das ist eine weiße Schicht. Wahrscheinlich muss ich hier erst noch einen Kern zerstören dafür. Genau. Ich flieg aber auch immer in diese Scheißdinger rein. Das sieht gar nicht gut aus. Das war erst der Anfang. Ja, es war klar, dass hier jetzt irgendwas kommt. Das war so offensichtlich. Hier kommt auch wieder... Ja, aber klar. Der Raum ist zu groß, dass da nichts kommen könnte. Okay, bitte nicht zu viele Türme. Oh, es sind ausgerechnet... Ah, verdammt. Es sind ausgerechnet auch noch die Türme. Ich hasse diese Türme. Ich kann nicht sagen, warum ich mit denen so ein Problem habe. Und nochmal alles von vorne. Na gut, die Mitte muss ich diesmal nicht machen. Also ich vermute mal mindestens, dass ich die zwei Dinger hier auseinandernehmen muss. Um weiterkommen zu können. So, das war schon mal gut. Die Mitte lasse ich in Ruhe. So, hier muss ich jetzt ein bisschen mit den Türmen aufpassen. Ich weiß nicht, warum ich so ein Riesenproblem mit diesen Türmen habe, ganz ehrlich. Es gibt's doch nicht. Schon wieder getroffen. Aber ich glaube, das war diesmal der Kern. Aber diesmal bin ich nur einmal getroffen worden. Wenn ich jetzt nicht so blöd bin und gegen irgendeine Wand fliege, sollte das gehen. Ich meine, die hier sind ja keine Gefahr. Das Problem sind diese Megatürme hier wieder. Die sind so schrecklich. Oh Mann. Die trifft man so schlecht. Weil das Problem ist, dort, wo man sie treffen kann, von dort schießen sie auch. Das macht es gar nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das heißt, man muss sich in ihre Schussbahn stellen, um sie treffen zu können. Und das ist gar nicht so simpel, wenn wir mal ehrlich sind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal bei einem Hacken Probleme haben würde, zu viele. Und das nicht wegen der Zeit irgendwie, sondern tatsächlich wegen der Schwierigkeit. Sehr gut, das war doch mal gut. Jetzt habe ich sogar noch eine... Habe ich sogar noch einen Treffer mehr. Wird jedes Mal ein bisschen besser. So, und jetzt muss ich es halt irgendwie so. Die beiden ganz schnell. Dann jetzt hier. Komm schon, komm schon. Ich treffe halt immer die Blöden. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt ist es gewonnen. Also. Boah. Power-Up-Teil M. Na danke. Was ist das? Lohnt sich das überhaupt? Na, Eisenerz, naja. War jetzt irgendwie nicht so der Mega-Fund des Jahrhunderts. Jahrtausends. So. Fragt sich da oben noch? Ja, wahrscheinlich da oben ist die letzte Kiste. Zack. 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 Oh, ich hoffe, die wird jetzt nicht noch schlimmer. Wow. Hier kommen doch gleich auch wieder welche, oder? Hm? Da, wollte ich doch sagen. War mir doch klar. Bin doch nicht doof, Freunde. Die Türme wieder. Aber einen schnell ausgeschaltet, sehr schön. Ja, gut, ich meine, wenn ich die schnell ausgeschaltet kriege, dann ist natürlich auch kein Problem. Gut, die Türme sind nicht ganz so schlimm, die mit ihren verfolgenden Raketen, weil man sich da einfach nur bewegen muss. Dann erreichen die Raketen einen fast nie. Okay. Ihr seid auch nicht so schlimm, weil man deren Schüsse einfach abwehren kann, indem man auf sie drauf schießt. Aber hier ist zum Beispiel wieder so ein nerviger Turm. Sehr gut. Zwei Türme schon ausgeschaltet. Drei Türme. Hier habe ich aber auch deutlich mehr Platz, um mich zu bewegen. Das macht es deutlich einfacher gerade. Und tschüss. Ohne getroffen zu werden. Beheben heilen. Oh, was kriegen wir denn jetzt? Streng geheim. Blackbox. Das folgende Dokument beschreibt die letzten Phasen von Projekt Yorha. Beachte, dass dieses Dokument mit Vertraulichkeitsstufe S markiert ist und keinem Yorha-Mitglied gezeigt werden darf, einschließlich des Bunkerkommandanten. Projekt 0301 bezüglich der Beseitigung der Yorha-Schwadron. Die Hintertür des Bunkers ist darauf programmiert, sich zu öffnen, sobald alle gesammelten Kampfdaten auf die Modelle der nächsten Generation übertragen werden. Der Bunker wird aufgegeben, indem zugelassen wird, dass ihn Maschinenwesen angreifen. Zum aktuellen Zeitpunkt werden sämtliche Informationen bezüglich Projekt Yorha einschließlich dieses Dokuments verloren gehen und die Täuschung vollenden, dass die Menschheit gesund und munter auf der Oberfläche des Mondes lebt. Zusätzliche Informationen. Jede Yorha-Einheit ist mit einer Black Box ausgerüstet, einem Gegenstand, der durch die Wiederverwertung eines Kerns eines Maschinenwesens hergestellt wird. Deshalb könnte man sagen, dass das Bewusstsein von Yorha-Einheiten und Maschinenwesen dieselbe Struktur hat. Diese Blackboxen wurden installiert, nachdem festgestellt worden war, dass es unmenschlich ist, Androiden mit Standard-KI auszurüsten, wenn sie letztendlich zur Beseitigung bestimmt sind. Für das Protokoll, Blackboxen haben einige Yorha-Einheiten feindselig gemacht. Okay. Heißt das,
The Yura black box circuitry. It's made from cores from the machines? No, that can't be true. Das heißt, die, ja, Androiden sind den Maschinen doch viel ähnlicher, als das 9S gerne hätte. Und ich finde den anderen Teil aber eigentlich viel interessanter, der, bei dem gesagt wurde, dass Yorha, oder dass das scheinbar geplant war, dass Yorha irgendwie ausgeschaltet wurde. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch mehr Informationen zu finden. Ach, hier muss ich das Ding jetzt hacken. Also zumindest klang es so, dass da eine Hintertür eingebaut wurde, damit die Maschinen reinkommen. Okay. Oh. Das ist mal ein interessantes Hacken. Ist mal was anderes. Aber irgendwie ist hier nichts zum Hacken. What's going on here? My body. Those are my memories. But why? That's 2B's data. I know these are just memories. But still. No, don't. Don't do this. Damn it, stop! Stay the hell out of my goddamn memories! These belong to me and me alone! Get away from them! Ja, im Prinzip ist das, was wir hier jetzt bekämpfen, die Einheit, die wir gerade hacken, der Turm quasi, wenn man das so sagen will, und ja, der klaut gerade die Erinnerungen an 2B, der weiß natürlich genau, wie er 9S scheinbar schwächen kann. Und ja, wir wollen natürlich verhindern, dass er weitere Erinnerungen klaut und wollen die, die er uns geklaut hat, zurückkriegen, deswegen müssen wir ihn jetzt vernichten. Und dann gehen wir mal nicht so auf den Sack, Kollege. Ich meine, sonderlich stark ist er nicht, muss mich mal ein bisschen besser anstellen. Ich sehe irgendwie in der verlangsamten Zeit irgendwie nie seinen Angriff richtig kommen. Das sind doch die Angriffe von Adam. You're going down.